So, willkommen zurück. Wir waren als letztes dabei, die Banditen zu töten. Achso, wir sollen ja auch wieder in die Richtung. Glaube ich doch, oder? Oder haben wir oben alles... Ja, oben haben wir alles getötet. Ich glaube, mehr können wir hier gar nicht erreichen, weil... Da haben wir alles getötet, da oben haben wir alles getötet. So viele Banditen sind hier gar nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal Pause mit... Endlich ein Opfer! Da noch mehr raus. Erstmal Pause mit dieser Quest und gehen später dann wieder hier hin. Oder das funktioniert vielleicht auch, wenn wir später noch andere Banditen begegnen. Vielleicht funktioniert das ja nicht nur mit diesen Banditen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das kann ich mir gut, vorstellen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Opportunity, oder? Ja. Boah, ich speichere schon wieder. Na komm, wird fertig. Danke. Wir nehmen bei noch schnell eine Zigarette. Ups, ups, ups. So. Nehme ich jetzt kurz mal das Auto. Ich weiß jetzt, ich bin. Ah, ich weiß schon, wo das ist. Genau, über die Brücke rüber. Und das, was ihr da ganz hinten seht im Hintergrund, das ist Opportunity. Sozusagen eine reine Roboterstadt, die von Jack generell ja, beherrscht wird. Dann wollen wir da mal sehen. Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bioscan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. Oder das. Kamera läuft? Gut. Ich brauche einen orbitalen Abwurftransmitter und ein paar Surveyor-Köder. Ich erkläre dir später, warum. Oh, und wo du schon dabei bist. Schalte auch ein paar Ingenieure aus. Wir müssen dem Universum zeigen, dass diese Stadt so gesundheitsfördernd wie ein Kopfschuss ist. Okay, hier gibt's sau viele Nebenquests. Oder eine zumindest. Der anständige Krieg wird im Kopf entschieden, Untertan. Solange diese propagandistischen Statuen von Jack in Opportunity stehen, können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Los, Untertan! Mach Kleinholz aus den Statuen! Aktiviere Kampfmodus. Die Statuen sind kugelsicher? Diese Runde geht an dich, du seelenloses Objekt! Und ich halte dich auf! Sohn von Opportunity, einen deaktivierten Constructor! Den kannst du dann für dich die Statuen zerlegen lassen! Oh Gott! Wenn ich das wirklich durchziehen sollte, dann mit dieser Quest, oh Gott, ich kenne die noch gut und die ist ziemlich schwer. Da muss ich ziemlich viel hier noch aufräumen. Hier sind sau viele Gegner, die mir das ein bisschen problematisch machen könnten. Ah, daneben. Ah,
Sauber. Dann würde ich fast sagen, machen wir die. Wir sollen ja nebenbei sowieso diese komischen... Ah, guck mal hier. Eine wandelnde... Waffenkiste. Ablenkzeit, Nahkampfschaden, Schildladekörper, alles unwichtig. Und irgendwas soll ich noch töten? Ja, werden wir sicherlich nebenbei tun. Oh, hier ist der kaputte Instructor. Jetzt muss ich gerade gucken, wo der genau ist. Genau da. Cool, du hast einen Constructor gefunden. Fang einfach wieder hoch und das sollte dich als Verbündeten betrachten. Als eine Art Mama. Eine knackenschwingende, fluchende Mama. Ja. Mein Gott, warum zieht ihr? Ja, Problem ist, ich habe schon wieder keinen Schuss für die Sniper. Was haben wir denn hier? Eine normale. Eine Feuer? Und eine Feuersniper, aha. Zwei Waffen, ihr Schweine! Dann machen wir das so. Sniper-Munition auffüllen. Geht ja damit ganz gut. Dann sollen wir den mal zum Leben erwecken, wa? Er wacht auf. Super. Vertraue dem Kammerjäger-Roboter. In Ordnung. Der Constructor läuft wieder. Beschütze ihn, während er die Statuen zerstört. Das ist so das Problem gerade. Da werden so viele Leute kommen. Ob ich den wirklich beschützt kriege, keine Ahnung. Der ist Level... Konstruktor! Ich glaube, die kann man ignorieren, oder? Komm, beweg dich schneller. Komm, Raketen geflogen. So, er macht den jetzt. Jetzt wieder, du Opfer. Sachbeschädigung. Ist das dein Ernst? Wie tief bist du gesunken? Traurig, traurig. Ich hab genug von dir. Okay, ich hab's kapiert. Die Statue gefällt dir nicht, ist klar. Ich sehe einfach zu cool aus mit meinem Fuß. Wow, wow, wow. Hör auf, meinen Instructor zu schießen. Oh mein Scheiß. Das ist gerade ganz schlecht, wenn das jetzt passiert. Nein! Nein, 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 nein! Stirb! Stirb! Tut das gut? Hast du dich abreagiert? Schön, dann geh jetzt heim und lass mein Eigentum in Ruhe, sonst haben wir ein verdammtes Problem. So, ein bisschen Munition wieder sammeln mit der Sniper. Gut, bin ich voll. Ich brauche unbedingt ein Sniper-Upgrade nochmal. Das ist ja brutal. Und ich muss mal... Oh, mein Akku ist auch gerade fast leer. Und wo habe ich denn das Kabel? Mal kurz gucken. Ja, komm her, Kabel. So, sonst nicht, dass während des Spiels gleich mal ein Controller ausgeht, dann haben wir ein Problem. So. So, ich sitze wieder, mein Controller läuft, lädt auf.
Und hier ist auch nur noch eine Nebenquest, ja, das machen wir dann später. Boah, alleine ist das echt schwer. Wo ist er? Ja, ich guck gerade, wo die sind, die Mistviecher. Mein Gott, da oben. Da ist noch einer. Ich verstehe, was? Genau was? Diese Statue wieder reißen willst. Du bist eben ein Analphabet und der Anblick von mir mit einem guten Buch tut dir in der Seele weh. Gut, das war ein einfaches Ding. Mein Bot steht da noch, sehr schön. Einfach wieder Munition auf. Wo willst du hin? Sei mal nicht so schnell. So, Munition ist voll. Nachladen, schnell. Oh, das sind halt hier ein Roboter. Komm schon, laden schneller. Oh. Oh, da kommt noch eine Statue. Ich kann den leider nicht heilen, das ist das Problem. Werde ich die Sirene? Ich glaube, die Sirene kann den teilen. Grundgütiger, okay, toll. Du hast es geschafft. Du gehst mir auf den Sack. Gratuliere. Hier ist dein Preis. Oh mein Gott. Oh, der war echt übel. Oh, ob ich das jetzt schaffe, den auf 50% zu halten, den Bot, das weiß ich nicht. Bin so langsam ein bisschen kritisch. Wo ist denn die letzte Statue? Oh, da ist ein Warlorder. Ja, fahr. Ach, da ist die letzte Statue, okay, gut zu wissen. Nein! Schneller, lad nach! Leicht imitiert hast. Gratuliere. Deine Eltern müssen stolz auf dich sein. Vergiss es, Alter.
Komm, geh. Mach dein scheiß Schutzschild weg. Mein Gott, wie viele kommen denn jetzt hier? Was ist das? Na, ist gleich durch. Das ist nur ein Stück. Jetzt bist du durch. Kommt jetzt noch eine Stadt? Naja, wollte schon sagen. Ja, nur zu! Wirf auch die letzte um! Ich habe schon eine tolle Idee für eine neue Statue. Und zwar ich, wie ich dir in die Eier trete. Ich werde so 15 von den Dingern in Auftrag geben, um sie überall aufzustellen. Da du nun mit dem Bot fertig bist, wird es Zeit für ein wenig Spaß. Hast du schon mal einen Constructor tanzen sehen, Untertan? Nein. Das kommt jetzt! Drücke den anderen Knopf, um sein Tanzprogramm zu starten. Drei, zwei, eins, Dance Time! Du bist so ein Volltrottel. Sieg! Opportunity wird jetzt starten und vorübergehend los sein. Für immer. War gut. So, jetzt machen wir noch die andere Nebenquest, die wir da haben. Also die... Boah. Das erste Mal, wo ich die Quest hatte, boah, hatte ich echt Probleme. Aber wie gut ist sich das Spiel auch ein bisschen kennt, was wo guten Schaden macht. Also das mit der Sniper war sehr, sehr praktisch und die Feuerwaffe gegen die Ingenieure. Ui, war echt eine gute Kombi auf jeden Fall. Das erste Mal, da habe ich die Mission nie geschafft. Ich glaube, ich bin bis hier gekommen und danach haben sie ihn getötet. So, machen wir mal diese Quest hier. Willkommen in Hyperion's Hall of History. Alle Bürger, die das Ende unserer Geschichtstour erreichen, erhalten eine stattliche Steuerrückzahlung. Mach die klares Bild. Okay. Am Anfang war auf Pandora Chaos. War Jack. Als Jack auf Pandora ankam, fand er eine Welt voller Gefahren und Elend vor. Jack bewaffnete sich bis an die Zähne mit hochwertigen Hyperion. Hier ein paar Kritikpunkte von Handsome Jack. Erstens, er sagt, wir hätten die Kieferpartie bei seinen Statuen nicht gut hingekriegt. Er ordnet an, dass jeder Arbeiter, der in den letzten 3 Wochen mehr als 15 Minuten freigenommen hat, hingerichtet wird. Wir kommen in Kürze mit Meißeln und Erschießungskommandos. Einfach so nervig, die Leute, dass die immer so labern, ne? Jack erfuhr von einer legendären Kammer, die ein schreckliches Übel beherbergte. Auf seinem Weg zur Kammer überwand er unzählige Gegner, grausige Monster und üble Banditen. Okay, was noch? Eigentlich ist das eigentlich anders passiert, und zwar haben wir das gemacht. Vor 5 Jahren dann besiegte Jack das Ungeheuer in der Kammer, triumphierte über die bösen Schatzsucher und schenkte Pandora den Frieden. Dann sicherte sich der Gutaussehende die Schürfrechte für den Planeten, den er gerettet hatte. Denn die Kammer barg ein wundervolles Geheimnis, von dem nur er etwas geahnt hatte. Eridium. Dieses geheimnisvolle außerirdische Element sprudelte nur so auf Pandora und Jack wurde über Nacht zum Billionär. Mittlerweile Inhaber der Hyperion Corporation hat Jack es sich zum Lebensinhalt gemacht, Banditenabschaum zur Strecke zu bringen. Es gibt nur ein Wort, welches Jacks Bedeutung für Pandora gerecht wird. Heros. Heros, ja. War eine gute Quest. Danke für Ihren Besuch in der Hall of History. Diese Steuerrückzahlung ist der Lohn für Ihre ergebene Treue. Ja. Gut, dann haben wir die Quest auch. Dann haben wir Statue 6.
Abschluss zu Claptrap. Da werden Weiber zu Hyänen. Was müssen wir denn hier machen? Nimm Cyril Köder auf. Oh, da ist er. Da ist ein Extractor wieder. Ah, der kommt hier nicht ran, wie geil. Oh, oh, was passiert denn vor einer? Geh weg! Da kommt ja noch einer! Oh, ich bin runtergefallen, das wollte ich nicht. Boah, gab der XP. Der jetzt mal. Oh, der hat was gedroppt. Gucken, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Ja, nicht wirklich, wa? Schade. Aber mieses Ding, hat gute XP gegeben. Versorgungstransmitter zu dem großen Kran hinter dem Hafenviertel. Sobald du einen Abwurf anforderst, zerstört der Moonshot den Kran. Dürfte toll aussehen auf Film. Okay. Irgendwelche Köder sollen wir noch aufsammeln. Irgendwo hier sollen Köder sein. Mal gucken. Eigentlich habe ich die Stadt immer gehasst hier, die Opportunity, aber geht eigentlich so. Wow. Da oben? Komm ich da so hoch? Ja. Das ist dieser Banditenloser! Oh Gott, ich muss noch nachladen. Warte kurz. Boah, da kommt noch einer. Entferne Banditen. Oh. Was das? Gut. Kannst du diese Weyer zu jedem gewünschten Ziel leiten. Wenn du die Köder an Jacks Propagandawerken befestigst, sollten diese Weyer da reinkrachen. Könnte lustig werden. Also wir zerstören hier gerade total die Stadt, kann das sein? Erst mit Claptrap die Statuen zerlegen, jetzt machen wir hier irgendwas? Alles wohl da unten, wa? Okay, Arbeiter, Zeit für eure Mittagspause. 5, 4, 3, 2, 1. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Pause. Zurück an die Arbeit. Was ein Scheiß. Ernsthaft jetzt, diese scheiß Reparaturbots? Gut, das waren schon mal zwei. Komm her, komm. Oh, wie viele sind denn hier? Noch ein, drei Stück, wenn ich das jetzt so richtig sehe auf der Karte. Da kommen ja immer mehr! Ach, sollen die da reinfliegen? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich werde es einfach mal versuchen.
Ja. Mein Fehler. Die fliegen da rein. Kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Okay, einer ist reingeflogen, aber der andere hier nicht. Also die hier sind noch am Leben. Egal, vielleicht fliegen später die Viecher da rein. Keine Ahnung. Egal, zumindest haben wir es gemacht. Platzieren. Jetzt machen wir noch den anderen. Den Orbital-Transmitter sollen wir noch platzieren. Und mal sehen, was dann passiert. Da will ich nicht runter. Da komme ich nämlich zu schwer wieder. Komme ich so schnell schwer wieder hoch. Geht weg. Und da bauen sie auch noch weiter. Und das sollen wir zerstören? Mit den Orbital-Transmitter? Kann das sein? Ja, werden wir sicherlich gleich sehen. Okay. Oh Gott, da ganz hinten. Warte die Zerstörung des Krans ab. Geh mal ein bisschen aus der Reichweite. Oh. Das sollte reichen. Begib dich zum Core Opportunity Outreach Center und sende das Filmmaterial. Jetzt haben wir den Kran zerstört. Okay, das war's. Zurück an die Arbeit. Irgendwo hier unten. Ah, das muss genau hier unter sein. Oh, hier. Gefällt mir, greif ich mir. Nö, greif ich mir nicht. Ist Müll. Geh auf Präzisionsschussdistanz. Arschloch, ey. Noch so einer. Nein. Noch einer? Oh, ey, die waren ja übelst, die Dinger. Achso. So, jetzt veröffentlichen wir die Früchte deiner harten Arbeit. Deine Arbeit ist getan. Ich bezweifle, dass noch jemand es eilig haben wird, hierher zu ziehen. Ausgenommen, Vogelliebhaber. Komm zurück. Eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Denken Sie daran, das könnten Sie sein. Oder das. Oder das. Ziehen Sie noch heute nach Opportunity. Okay. Oh. Raketenwerfer, was ist das für eine? Nur Standard-Explosion. Ich will die eine Pistole mit haben. Die macht nämlich Explosionsschaden und wir müssen ja nachher noch Banditen töten. Mit Explosivschaden. Gut. Das haben wir jetzt auch. Dann müssen wir jetzt noch, der werden Weiber zu Hyänen machen. Und das würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part. Also bis dahin. Ciao.